herzlich willkommen, wir sind soweit und stehlen euch jetzt, was Lebenszeit. Und wenn ihr hören wollt und nicht nur schaut, seht jetzt das Hörgerät auf laut. Denn heute Abend, da wird gelacht, bis dass der Pfleger das Licht ausmacht. Und dämmert morgen dann das Morgenrot, dann ist ein Teil von euch schon tot. Hey! Yay! Hallo und herzlich willkommen zurück zu COH2, zum ESL Go for COH2 Cup oder wie das auch immer heißt. Wir sind hier in der 11. Iteration dieser exquisiten Veranstaltung. Und schauen uns das Finale an zwischen Lovenest und Jove. Lovenest mit dem Ostheer, mittlerweile anscheinend kein Remember the Name mehr, sondern MM, was auch immer das ist. Und auf der anderen Seite eben Jove mit den Amerikanern. Ich habe mir das ausgesucht, weil Lovenest ja im letzten Monatsfinale im Februar relativ schnell gegen Talisman rausgeflogen ist. Er meinte dann wohl, also es gibt ein Interview dazu, auf community.competitiveheroes.com, da im Blogbereich, und ja, mit Lovenest, da meinte er, er hätte irgendwie keinen guten Tag gehabt oder so. Bin mir nicht mehr genau sicher, könnt ihr gerne mal nachlesen. Auf jeden Fall war er da relativ schnell raus. Hier ist er jetzt wieder ins Finale gekommen, das ist eher so, wo er normalerweise unterwegs ist, und ja, deshalb habe ich mir dieses Replay hier mal rausgepickt. Es gibt noch ein anderes aus dem Finale, was ganz interessant aussah. Eventuell zeige ich das auch noch. Müssen wir mal schauen. Als Doktrin hätten wir hier Blitzkrieg. Mobile Verteidigung kennen wir. Sehr beliebt im Moment. Deutsche mechanisierte Truppen. Auf der anderen Seite schwere Kavallerie, Kompanie, Panzer oder aber die gute alte Infanterie. Bis dato haben wir eine Maschinengewehr bei Lovenest, einen wunderschönen Grenadier und auf der anderen Seite völlig überraschenderweise eine große Menge an Schützen. Es sieht dann aus, als würde Lovenest, nachdem er hier zugetratet hat, generell eher auf die linke Seite spielen. Da sind seine Kampfeinheiten unterwegs. Pio geht hier nach rechts und hier haben wir jetzt die erste kleine Gefechtsberührung. Da ist auch ein bisschen getratet worden, die Deckung zugemacht. Er spielt hier ein bisschen mit dem Etappentrupp, der gute Jove. Aber ihr seht, der Schaden ist da nicht allzu groß und er kann das hier cappen. Ihr habt doch gesehen, er hat den Stoppbefehl genutzt und bleibt hier auf Max-Range, wo der Schaden von diesen kleinen M1-Karabinern am geringsten ist. Hier ist das MG jetzt ein bisschen zurückgegangen, führt in dem Fall dazu, dass es keine Sichtweite mehr hat. Bisschen blöd. Hier wird er jetzt gleich... da sollte er aber rumkommen mit Vaulting. Aber warte mal, ich denke, hier kann er sich durchquetschen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also, das könnte gehen. Anscheinend nicht. Oder er sieht es nicht, ich weiß es nicht. Das Problem ist jetzt hier halt, er muss erstmal in das Upgrade investieren. Wie heißt das offiziell? Kampfmittelräumpaket. Ja, wunderschön. Und damit könnte er dann dieses Stacheldrahthindernis beseitigen. Hier jetzt sehr schön das Maschinengewehr in Zusammenarbeit mit dem MG. Treibt den Schützentrupp zurück. Das heißt, diese Gefahr ist schon mal beseitigt. Hier scheint er tatsächlich noch weiter kämpfen zu wollen. Man sieht dann im Nahkampf, wird es doch ein bisschen schmerzhafter, auch für die Grenadiere. Da ist der Vorteil des Hauses dann zu groß. Scharfschütze ist jetzt auch auf dem Feld. Also eine relativ bunte Einheitenmischung von Lovenest. Ist hier auf der rechten Seite aktiv, da treiben sich noch zwei Schützen rum, die halt primär mit Cappen beschäftigt sind. Ja, das ist halt alles ein bisschen, das ist ärgerlich hier. Und das Problem ist natürlich, wenn er jetzt sagt, okay, ich gehe hier weg, dann passiert genau das, er geht aus dem Haus raus und dann hat er an der Stelle den Punkt auch schon wieder verloren, sehr schnell. Das heißt, eigentlich sind jetzt hier zwei Einheiten wechselseitig gebunden. Immer so ein bisschen mein Game jetzt hier, mal rein, mal raus. Währenddessen der erste Attack von Jove, M20 Standard im Moment über den Lieutenant, der hier auch schon auf Feld gekommen ist, dazu eben drei Schützen und bei Lovenest ist der wahrscheinlich T2, wird im Moment gerade getaggt, dauert also nicht mehr so lange, bis es da ist. Wundersamerweise hier tatsächlich ein bisschen, ja, Passivität irgendwie, man kennt das gar nicht so recht. Hier übrigens auch Tellamine. Wir haben Zugang zu besseren Waffen und Soldaten. Man ist irgendwie in ein viel aggressiveres Spiel gewohnt. Viel mehr Bewegung, aber das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Und ja, da haben sich die Etappentruppen tatsächlich mal zurückziehen müssen.
Endlich, also das Ziel erreicht. Hat sich jetzt gut und gerne, 4 Minuten behaupten wir einfach mal hingezogen, das Ganze. Das könnte durchaus wichtig sein hier. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit auf der Straße, die genutzt werden könnte. Ich würde mir überlegen, ob ich eventuell hier vorher mal drüber fahre, einfach um den Weg frei zu bekommen, kostengünstig. Er hat auch noch keine Schürzen, da muss er also auch aufpassen. AC ist jetzt dann in Produktion. Das ist natürlich, ja, ist natürlich ein bisschen ungünstig. Also die gesteigerte Beliebtheit des ACs macht natürlich hier dieses M20 etwas schwachbrüstiger. Aber es wird immer noch gerne gespielt. So ja auch hier gerade von Jove. Und der muss es ja wissen. Sicherlich auch ein sehr, sehr guter Spieler. Derjenige, der Lavnest hier auch ein bisschen den Rang abgelaufen hat, wenn man so möchte. Jetzt hat er den Minensucher ausgegeben, aber ist dann doch hier durchgefahren. Okay. Ja, vielleicht kann er ihn an anderer Stelle noch benutzen, zum Beispiel hier. Zumindest eine Mine ist ja gerade mal da. Ja, jetzt kommt auch direkt das AC vor. Auf M20 Jagd. Es nebelt sich allerdings ein und geht raus. Ich denke nicht, dass er hier noch groß verfolgen wird. Das Risiko ist hoch, hier auch mal eine Granate zu fressen. Wow. Naja, gut. Noch ist ja natürlich kein Wett da. Insofern gesehen passt das ja. Und das ist jetzt halt ganz schlau: einfach aussteigen und die Bazooka sprechen lassen. Da geht doch die Priorität weg. Das ist also sicherlich eine ganz gute Idee. Das Teil ist jetzt auch erstmal raus. Er könnte es jetzt hier hinfahren und während dem Captain reparieren. Wahrscheinlich würde er das dann auch tun. Also bis dato sieht es für Larven erstmal ganz gut aus. Ein richtig tiefer Einbruch oder Durchbruch durch seine Linie ist Jove nicht gelungen. Er bekommt hier unten auf jeden Fall die Ressourcen, hat 2 Siegesmarken, tastet sich jetzt ein bisschen nach rechts vor. Das sieht alles sehr solide aus. Jove schiebt jetzt hier das Flak-Halbkettenfahrzeug hinterher. M15A1, da kennt man ja. Mal schauen, inwieweit er damit erfolgreich sein kann. Waffners bringt einen zweiten Scharfschützen, auch interessant. Aber keine Panzerabwehrkanone. Er, ja, erwartet also wohl die Flak-Halbkette nicht an der Stelle. Ja. Gibt es jetzt hier die Deckung? Die wird allerdings langsam auseinandergeschossen. Jetzt steht er auf offenem Feld da. Ja, hier sieht man das schon, wie stark das Flak-Halbkettenfahrzeug gegen das AC ist. Keine große Chance. Im Grunde alles richtig gemacht, hier sehr gut positioniert. Auch das natürlich ein Argument, an der Stelle hier noch weiter zu kämpfen, um stehen zu bleiben. Denn wenn ich weiß, mein Konter, der ist hier gerade im Anmarsch, den kann ich hier aufbauen und ich kriege das AC damit. Also das war wirklich schön gemacht. Eine kleine Falle, die er da aufgebaut hat. Sehr, sehr erfolgreich. Ja, damit hat Lafnas natürlich ein Problem. Nicht nur hat er seinen AC verloren und das M20 ist immer noch da, sondern er hat jetzt eben auch das 15er hier am Backen und kann sich halt nur sehr, sehr schlecht dagegen verteidigen. Er hat nicht mal Heal, das heißt, sein Scharfschütze, der jetzt mit wenig Gesundheit auf der Flucht ist, wird eine lange Zeit lang erstmal mit dieser wenigen Gesundheit leben müssen. Auch alle anderen Einheiten natürlich. Und jetzt kommt halt erst die Panzerabwehrkanone und da sieht man, dieser Tech hier, der hat genau gesessen. Der hat in die Lücke reingeschlagen, die da war. Also wunder, wunderschön. Alles richtig gemacht und ausgespielt. Das äußert sich jetzt hier auch in der Map-Kontrolle und da sieht man, was das hier für ein guter Spieler ist, der Jove. Nämlich nicht nur, dass er sich den Erfolg erholt, sondern er sorgt auch dafür, dass das Konsequenzen hat, indem man nämlich Zikate erobern geht. An mindestens 3 Punkten, 4 ist er jetzt dran, also viel aggressiver geht kaum noch. Und so muss es auch sein. Laufen das jetzt ein bisschen aggressiver wieder. Hier sollte sich das Teil eigentlich mal wieder ein bisschen in Bewegung setzen. Eventuell argwöhnt er schon, dass die Pack bereits da ist und spielt deshalb ein bisschen passiv. Ich weiß es nicht. Ja, hier sieht er jetzt, dass die Pack da ist. Das sollte jetzt allerdings das Signal sein, dass er hier mit dem Gerät etwas offensiver reingehen kann. Natürlich nicht total offensiv, aber zumindest etwas. Beispielsweise hierhin, weil er jetzt halt weiß, die Pack ist im Moment da unten. Es ändert sich natürlich jeden Moment. Also hier ist jetzt Zeit wirklich Gold. Weil jetzt hier, da wird schon langsam riskant. Aber Lavnus hat die Pack eher in die Mitte gestellt, hat also wohl erwartet, dass er durch die Mitte vorstößt.
Es könnte bereits gleich der erste Schuss fallen und viel hält das Teil nicht aus. Ja, er schießt gegen sein eigenes AC, fragt. Etwas ungünstig. Ich gehe mal davon aus, hier kommt das Heal. Jawohl. Das war zu erwarten. Munition ist da. Und die Mine hier ist offensichtlich geräumt worden. Ah, jetzt hier nicht gut. Die Scharfschützen in großer Bedrängnis. Einer könnte wohl rausgehen. Mal schauen, ob der nächste Feuerschuss erfolgreich ist. Das ist jetzt so ein All-In-Ding. Jawohl. Und der andere geht auch noch raus. Sehr, sehr großer Erfolg. Wunderschön. Der M20 wird wahrscheinlich ausgeschaltet werden durch die Panzerfaust. Aber er hat zwei Scharfschützen mitgenommen. Das ist cool. Da kann man auch die Bazooka verschmerzen, die hier dann üblicherweise gedroppt wird. Ja, das hat wehgetan. Da hat es nicht so ganz geklappt. Da sieht man, wie gefährlich auch dieses relativ leichte Fahrzeug sein kann. Selbst dann, wenn eine Panzerabwehrkanone auf dem Feld ist, wenn die Panzerkanadiere da sind, die Munition für eine Panzerfaust theoretisch gesehen da ist. Es ist problematisch und es kann fürchterlich ins Auge gehen. Wir haben jetzt auch hier einen Fuel Cache tatsächlich. Das sieht man im One-for-One auch nicht so oft. Und hier könnte es eng werden für den Schützen. Na, kommt raus. Umwelt Wasser. Die Schreck hat er noch gar nicht aufgenommen. Wow, interessant. Also ich hätte es zumindest mal mit dem Pew oder so. Irgendwas. Scheißegal. Hauptsache der Gegner hat sie nicht. Auch das hier. Schmerzhaft. Mal schauen, ob er jetzt direkt zurückgeht. Ja, so roundabout. Ja, geht zum Pio natürlich, ja. Der wird jetzt nicht cappen können, das schafft er nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Jetzt natürlich auch das Problem der offenen Flanke, hier kommen die Einheiten in den Rücken gelaufen. Das hier allerdings sehr, sehr offensiv mit so wenig Manpower nur noch und auch der relativ geringen Gesundheit. Also das ist schon sehr ambitioniert da, reingehen zu wollen. Hat auch nicht wirklich funktioniert. Kalbkette wird jetzt in Stand gesetzt. Wir haben noch keine Doktrin, weder auf der einen noch der anderen Seite. Theoretisch gesehen wäre das eine Möglichkeit für Jove, noch weiter Druck aufzubauen, indem er hier beispielsweise in der 1919er ausgibt. Die Bar ist ja eher Schrott. Bedauerlicherweise keine wirkliche Tech-Option eigentlich, beziehungsweise nur nach dem Motto, ja, ich hab's eh, dann mache ich's halt. Also Laffen ist hier weiterhin stark unter Druck. Hat auch kaum noch Gebiete. Wir sehen das jetzt hier, die linke Seite der Karte komplett in Joves Hand. Rechte Seite ebenfalls. Lustigerweise hat den Punkt nie erobert. Könnte er vielleicht mal. Ja, irgendwas hinschicken. Sein Pio zum Beispiel. Ah, jetzt auch im Haus drin. Mit zwischenzeitlich geholten Captain. Den will man halt auch erstmal da rausboxen. Fernkampf ist nicht so seine Spezialität, aber im Nahkampf, gerade auch mit der Thompson oder den Bazookas, die gerne mal Infanterie wegboxen, durchaus nicht so verkehrt. Lafnes wäre es jetzt halt wirklich wichtig, dass er es irgendwie schafft, dieses Gerät hier auszuschalten. Das gibt ihm ein deutliches Mehr an Bewegungsfreiheit. Wenn jetzt noch dann zusätzlich der Steward irgendwann erscheint, wenn ich jetzt mal ausgehen würde, dann wird es nicht besser werden. Wir haben jetzt tatsächlich auch hier wundersamerweise mal eine Bar. Gehen wir jetzt hier. 15 kostet der Spaß, also total übersichtlich. Und man sieht jetzt auch, viel Munition hat Jove nicht mehr. Er hat also ganz offensichtlich hier investiert. Was ist da? Leuchtet irgendwas? Achso, das sind irgendwie diese Territoriumsbegrenzungslinien, aus welchem Grund auch immer da eine sein soll. Aber sie ist da. Und er hier auch, ne? Dass er hier hinten hinfährt, repariert, währenddessen ist er draußen und könnte dann cappen. Also es wäre zumindest nicht mal eine Möglichkeit. Scheint jeweils eine Bar pro Trupp zu sein. Ja, genau. Ne, das sind zwei tatsächlich, ne? Eins, zwei, wow. Ja, also eine andere Möglichkeit wäre halt gewesen, auch in der Doktrin zu gehen, beispielsweise Infanterie, die CP hat er locker und dann hier die 1919er zu holen. Die machen nochmal deutlich mehr Musik. Oh, das ist halt eher ein Kann. So, also kein Steward hier, sondern der Major. Und das bedeutet nichts anderes, dass wir uns eher auf den Schirm zu bewegen. Hier sehen wir jetzt nochmal gerade, wie die Waffen hier ausgegeben werden. Der könnte auch cappen gehen hier. Der wäre auch prädestiniert. Also gewissermaßen eine Atempause. Das passt auch ganz gut zum Außenposten natürlich. Weil ein Steward sicherlich auch nicht so schlecht gewesen wäre. Oh.
Sag mal, auf der Flackerkette, genau. Zwei Scharfschützen jetzt wieder. Also, Larvenest hat es, denke ich, geschafft, sich relativ gut zu erholen. Er hat zumindest mal eine Siegesmarke. Ist gerade an der zweiten dran. Mit den beiden Scharfschützen hat er jetzt wieder eine Möglichkeit, ganz gut gegen die Infanterie vorzugehen. Hätte er vielleicht versuchen sollen, den retreatenden Trupp zu fokussen. Aber ich denke mal nicht, dass was passiert wäre. Jetzt die Scharfschützen unter Druck. Könnte allerdings auch dem Schützen an den Kragen gehen. Mal sowas ähnliches wie ein Flankenangriff. Sehr, sehr selten. Freue ich mich immer drüber, wenn man das mal sieht. Ja, der Schirm ist in Produktion. Glück gehabt, dass er hier rausgekommen ist. Hätte allerdings auch der Scharfschütze umfallen können, insofern gesehen. Ne? Tote Pack kommt jetzt. Interessant, dass er immer noch nicht die Bazooka aufgenommen hat. Ich meine, ich hätte die zumindest noch mit dem Pionier aufgesammelt. So, das ist weit vor die Flak-Halbkette hier. Aber da sieht man schon, also so fällig nutzlos ist die Bar auf keinen Fall. Das sieht man ja auch beim Lieutenant. Aber so richtig extrem stark ist er jetzt halt auch nicht. Und es passt auch nicht so ganz in den Tech-Trade rein, dass sie Ryan. Dass sie wirklich eine, dass man sagen könnte, Bar oder leichtes Fahrzeug, das ist nicht so. Bar ist ja immer ergänzend, beziehungsweise eigentlich alle Waffen-Upgrades. Bazooka spielt ja eh niemand, also 1919er gegebenenfalls. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich den Schirm, der lädt natürlich erstmal HE und bekommt auch das Maschinengewehr. Und jetzt kommt es darauf an, dass die Packs günstig stehen, das tun sie hier in dem Fall auch. Können zwar keinen großen Schaden machen, aber der Schirm muss erstmal zurück. Wenn er den natürlich ausschalten könnte, dann hätte er einiges gewonnen hier. Die Pack so weit vorzunehmen ist jetzt natürlich ein Risiko. Hier ist nichts dahinter, vor allem auch kein Maschinengewehr, das eine Flanke auffahren könnte. Wenn hier also, gut, von hier wird wahrscheinlich nichts kommen, aber von der linken Seite ein Angriff reinkäme, dann wäre das riskant. Deshalb nimmt er jetzt wohl auch die Packs zurück. Auch die Scharfschützen, die halten natürlich niemanden auf. Da läuft der Gegner einfach durch. Möglicherweise bringst du sogar noch einen um. Ah, hier ist gekappt worden. Sehr schön. So, jetzt kommt hier die Flak-Halbkette rein. Er nimmt die Packs noch ein bisschen zurück für den Fall, dass der Schirm rusht. Baut also nicht auf das Flak-Halbkettenfahrzeug auf. Oh, und da ist der Full-Unit-Kill. Ja, die waren sehr eng zusammen. Kaum noch Leben. Ja, yeah. Also das Übliche halt. Und wir haben jetzt auch hier die Doktrin. Mechanisierte Truppen der Kommandopanzer, der sehr, sehr starke Kommandopanzer. Der es wohl auch ganz gut mit dem Schirm aufnehmen kann. Dem Halbkettenfahrzeug ohnehin. Eventuell bringt das die Wendung. Aber weiterhin im Moment Jove derjenige, der hier den Ton angibt. Konnte bisher sein Ding eigentlich weitgehend runterspielen. Man sieht es, denke ich, auch ganz gut bei den Ressourcen, wie viel Fuel hier auf dem Konto ist, dass es eine gute Manpower-Reserve gibt, dass es eigentlich nicht so extrem starke Verluste gibt. Laufen ist, ja, hat auch ein bisschen Fuel, keine Frage. Aber halt auch nicht so extrem viel. Wird schon mechanisierte Truppen. Vielleicht sind wir ja auch mal wieder in der Feldhaubitze. Das letzte Mal war ja ein ziemlicher Fehlschlag, wo jemand das Ding tatsächlich mal gebaut hat. Ja, mal sehen, haben wir denn hier die entsprechende Munition geladen? Jawohl. Wow. Ja. Treffer in die Seite rein. Und schon muss er erstmal wieder reparieren gehen. Eventuell kann man das jetzt wieder kombinieren hier mit einer kleinen Capping-Aktion oder sowas. Die Pioniere, die werden hier links natürlich nicht durchkommen. Da sorgt der Lieutenant schon für. Ja, und der Schirm wird eigentlich wirklich auch geschickt ausgespielt von Jove. So ein 1-2 Treffer mehr ist einfach kaum drin. Es kommt kein wirklicher Schaden an. Es besteht eigentlich nie die Gefahr, dass er ausgeschaltet wird. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Erfolg auch für ihn. Er verschiebt den jetzt auch wunderbar hier einmal über die ganze Karte gefahren, um jetzt hier links zu kommen und dort zu verhindern, dass Larvenest einbrechen kann. Er muss dann auch die Packs wieder komplett hier rüber verschieben, aber bis die da sind, seht ihr, da ist der Schirm längst wieder weg. Also er spielt die Beweglichkeit dieses Fahrzeugs auch wirklich sehr, sehr schön aus.
Also Hut ab. Ich habe ja zuletzt das Spiel gecastet. Hier ist übrigens auch die Doktrin, schwere Kavallerie mit Schwarzwolf, eins aus dem deutschen 2v2-Turnier. Und da sieht man dann umso deutlicher den Unterschied, wie dort gespielt worden ist, wie hier gespielt wird. Regelrecht erfrischend. Oh, und da haben wir tatsächlich den Verlierer-Kill. Das war der Etappentrupp. Also hier tatsächlich der zweite Verlust für Jove. Alles noch sehr, sehr überschaubar. Pionier jetzt auch einen zweiten. Ja, vielleicht auch mal für die Reparatur, ich weiß das nicht. Oder als Captain Power. Viel mehr als Captain reparieren können die Jungs ja nicht. Siegesmarke übrigens zumindest mal neutral. Das ist schon mal von einigen wert, würde ich behaupten. Oh, 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 jetzt hier ein Fehler eventuell. Das Flak-Halbkettenfahrzeug geht vor. Und der Schuss geht daneben. Dieser dritte Schuss, der wäre der Tod gewesen von dem Teil. Aber es ist nicht dazu gekommen. Gehabt. Man sieht das jetzt hier allein, dieses Zusammenspiel zwischen dem eigenen Panzer, der auch noch fröhliche Boni verteilt, den Panzerabwehrkanonen plus die Scharfschützen. Da ist einfach eine relativ starke Kombination entstanden. Zu bekämpfen dann auch nicht so ganz einfach ist. Hier müssen wir mal hinschauen. Ja gut, der Fuel, der ist deutlich eher da, als die CP verfügbar sein werden. Und dann kommt unser Freund der Pershing. Postertaube würde sich freuen. Ja, jetzt mal zwei Treffer, das ist schon seltenheitswert. Haben wir nicht so oft gesehen bis dato. Und ja, tatsächlich nach gut 21 Minuten und einem Restticketbestand von 225 schafft es Lafnest hier, sich wieder vorzuboxen mit dieser Kombination, die er hier mittlerweile gebaut hat. Und es gelingt ihm endlich mal wieder, sich zwei Siegesmarken zu holen. Hier haben wir jetzt ein S-Minenfeld in der Mitte. Und was gibt das? Auch das ist hier vom Major wahrscheinlich, ne? Ja, einmal das Aufklärungsflugzeug. Munition ist da, kein Thema. Ich denke mal, dass Jove tatsächlich warten wird auf seinen Pershing. Holt sich jetzt nochmal eine Panzerabwehrkanone, ja, gegen den Panzer 4 und einen neuen Etappentrupp für Minensuchen und eventuell die eine oder andere Reparatur. Ist doch beeindruckend, dass der Kollege hier immer noch lebt. Ist jetzt auch nicht gerade der König der Wegfindung. Ja, geht jetzt hier schon ein bisschen raus, hat Angst vor der Panzerfaust. Positioniert sich ein bisschen besser. Packst den auf den Weg natürlich direkt. Ja, und da erreichen wir hier Wert 2. Nicht schlecht, Herr Specht. Ach, die beiden Scharfschützen. Das ist interessant, so einen extremen Manpower-Drain haben sie bis dato noch gar nicht verursacht, aber es kommt so langsam, weil jetzt halt doch auch relativ viele Angriffe dabei waren von Jove, die nicht erfolgreich waren. Und wenn man davon zu viele hat, dann ist es immer gefährlich. Irgendwann fängt das Spiel dann wirklich an zu kippen. Jetzt übrigens auch Panzergrenadiere mit Panzerschreck, eventuell nicht die beste Einheit, um gegen einen Wett 2-Schütze mit Bar zu kämpfen. Aber das ist auch gerade die Überlegung von Lafnest, deshalb hier der Retreat. Wachsen gerade ein bisschen deplatziert, weil sie sich hier auch rechts zu kämpfen haben, rechts und links. Relativ großer Angriff jetzt hier von Jove. Hier wieder das Problem mit dem Retreat. Könnte ein Infinite Kill werden, wenn der Scharfschütze nochmal trifft. Es hat eben geklappt, dieses Mal allerdings nicht. Pack ist leer. Und hier bekommt der Panzer 4 tatsächlich krass auch auf die Fresse von Falk-Halfkettenfahrzeug, das sich rechtzeitig zurückzieht. Sehr, sehr schön. Rücken ist wieder auf hier. Wieder der Versuch von der Flanke. Und das könnte für die Scharfschützen eng werden. Für den Kommandopanzer ist es natürlich auch gefährlich. Der kann nicht mehr helfen. Hier jetzt eigentlich gerade offen die Linie von Lafnest. Das nützt jetzt auch hier der Schütze aus. Aber es ist ein bisschen zu wenig Kampfkraft. Ich denke nicht, dass er hier durchbrechen kann. Nates jetzt auch. Ja. Nimmt zumindest aus dem Game heraus. Fahrzeug versucht auch nochmal anzugreifen, aber bleibt chancenlos. Schade. Ja, der Angriff ist nicht wirklich durchgeschlagen. War auch durchaus verlustreich jetzt für Jove. Er entscheidet sich dazu, erstmal den Pershing zu holen. Hat aber hier auch viel auf der Uhr, was er verstärken muss.
Also, wir werden jetzt hier erstmal von seiner Seite aus eventuell gar nicht mehr so viel sehen. Es sei denn, er entscheidet sich halt, den Pershing direkt einzusetzen, was auch der Fall ist. Aber das hier, das wird erstmal ein bisschen dauern, bis er das alles refresht und wieder einsatzfähig hat. Weitere Packets von Lachnis, wow, das wird dann die dritte sein. Die Jungs jetzt hier frontal im Einsatz. Major sichert sich gerade die fallen gelassene Bar. Ist übrigens auch tot. Da liegt er. Nur die Begleitmannschaft in Form von Etappentrupps lebt noch. Ja, und jetzt wird es dann halt langsam gefährlich, wenn drei Packs da sind. Wir haben hier auch keine wirkliche Artillerie. Wir könnten diese Nebelbarriere sehen, um den Rückzug zu decken. Vielleicht hier dieses Schnellfeuer. Der Major fordert einen Gefallen vom Artilleriekommandanten ein. Ist ja auch lustig. Ja, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit, so würde er wenigstens an Artillerie rankommen. Sieht man aber auch sehr, sehr selten, dass das jemand einsetzt. Oft ist der Herr Major dann doch ein vorgelagerter Rückzugspunkt oder wird irgendwie zum Köppen eingesetzt oder ähnliches. Aber die Fähigkeiten, die sind einigermaßen selten gesehen. Munition wäre übrigens da, wie wir hier sehen, also das wäre an der Stelle unproblematisch. Ja, und wir sehen auch, Jove ist immer noch nicht wieder voll verstärkt. Nach wie vor ist das problematisch und das äußert sich jetzt natürlich auch in der Map-Kontrolle, was Lavnest hatte, das bleibt stehen. Im Gegenteil, er kann sich sogar ein bisschen konsolidieren und weiter ausbauen. Beispielsweise hier. Dafür sind Pioniere natürlich prädestiniert. Lustigerweise holt er sich das MP nicht wieder. Vielleicht wäre es auch interessant, nochmal einen Gren nachzubauen. Genau, das hat er auch gerade gemacht. Und jetzt hier könnte die Schreck aufnehmen, aber will er das wirklich? Ich weiß es nicht. In meinen Augen ist das halt sowas, würde ich mir mit dem Pionier holen würde. Hier jetzt Decap. Mal schauen, ob das mit dem Tod bestraft wird. Er hat auch eine geklaute Bar mittlerweile. Da hat jemand tatsächlich Glück. So, und jetzt drei Packs. Jetzt wird es eventuell spannend. Der Pershing sucht den Kampf. Die Packs stehen genau richtig. Es gibt hier nur den Nebel. Hätte er jetzt hier eine richtige Off-Map, dann wäre das natürlich fatal gewesen. Stichwort Major. Der steht allerdings leider in der Basis. Ist halt vom Micromanagement her nicht so einfach, das auszuwählen. Man muss erst den Typen auswählen, die Fähigkeiten und so weiter. Da ist es dann schon vom Vorteil, Hotkeys zu können. So, und jetzt wird es nochmal interessant. Der Schirm kommt hier von hinten rein. Die Packs stehen nicht schlecht, die stehen genau richtig in dem Moment. Die Schützen werden von einem Feuersturm begrüßt. Erster Full-Unit-Kill, Drop. Und der Schirm ist raus. Und jetzt wird es gerade richtig kritisch. Diese Blockstellung hier, dieses enge Zusammenstellen von allen Einheiten, das kriegt Jove nicht aufgebrochen. Jetzt hat er auch seinen Schirm verloren, der so lange eine Stütze für ihn war. Gleichzeitig auch hier das Flakhalb-Kettenfahrzeug ausgeschaltet. Man sieht jetzt auch mittlerweile die Abteilung hier von Lavner ist deutlich größer als das, was Jove aufzubieten hat. Und er hat ein Problem mit der Manpower, mit der Verstärkung. Das Spiel ist also eigentlich gekippt. Und ich denke, das spürt er auch so, spürt er mittlerweile auch recht deutlich. Spüren beide recht deutlich. Tja, die Frage ist, wie kann sich Jove da jetzt überhaupt noch rauswursteln? Er probiert es mit einem Sherman. Ah, und hier tatsächlich einen Bunker. Ja, Rettung könnten natürlich die Siegesmarken sein. Da hat er einen relativ großen Vorsprung. Wird jetzt allerdings in Kürze alle drei gegen sich haben. Leider der Major kann sich hier durchsetzen. Gegen den kaputten Grenadier. Könnte sich hier in Deckung reinstellen, ehrlich gesagt. Das wäre ganz nett. Das ist halt jetzt keine wirkliche Kampfsau. Ja, und da ist es auch vorbei. Zumindest für neutral hat es gereicht. Aber ihr seht schon hier, das wird in Kürze korrigiert werden. Ja, und auch hier jetzt wieder das bekannte Bild. Es ist dann halt irgendwann einigermaßen riskant, solche offensiven Angriffe. Oh, beaufsichtigen. Oh, schön. Netter kleiner Touch. Ja, also solche Angriffe, die sind dann irgendwann riskant. Das wird einfach gefährlich. Man kann sich nicht wirklich erlauben, viele Angriffe zu haben, die scheitern, die verlustreich sind, wo man auch die eine oder andere Waffe liegen lässt. Also das ist wirklich sehr, sehr gefährlich.
Ich denke, ein ganz, ganz großer Punkt in diesem Spiel war wirklich einmal das Fehlen von Artillerie und dann diese Lücke, die er hier drin hatte, die Joff drin hatte, weil er auf den Pershing noch gewartet hat. Und dann halt auch diese unglückliche Situation, dass er den Pershing quasi einzeln hat einsetzen müssen. Der 2-Bar-Pionier. Weil er im Vorfeld gerade eine ziemliche Niederlage hatte einstecken müssen und dann auch hier eine Manpower hatte. Also da hat vieles in dem Moment negativ für ihn gewirkt. Ja, und auch hier jetzt, er kommt überhaupt nicht mehr dazu, seine Einheiten richtig zu verstärken. Das ist fast schon ein Bild, was man auch in COA1 häufiger gesehen hat. Gerade wenn man sich zu viele Einheiten angegönnt hat als Amerikaner. Irgendwann hat einen das Upkeep einfach aufgefressen. Ist hier alles ein bisschen anders? Oh je, oh oh. Da ist er wieder, unser Freund der Sherman. Jetzt, na, der Schrecktrupp ist auch unterwegs. Eventuell, wenn er es jetzt geschickt anstellt, kann das funktionieren. Die Frage ist, was will er? Will er die Pucks? Oder will er den Panzer 4 rausnehmen? Panzer 4 ist raus. Ein Schirm wird auch rausgehen, aber hier stehen noch zwei weitere Panzer. Hier steht der Pershing, hier steht der Sherman. Der hat allerdings, glaube ich, noch die falsche Munition drin, wenn ich das richtig sehe. Von daher gesehen schwierig hier für ihn. Kommandopanzer wird sofort ersetzt. Das ist eine Aufgabe für den Pershing. Da muss ich jetzt hier ein bisschen verstecken, der Schirm. Eventuell sogar komplett rausgehen. Oh, die haben das heraus. Das kann er nicht aufhalten. Ja, Pack wird hier direkt wieder besetzt und damit bleibt nur noch der Pershing, der hier mit drei Panzerabwehrkanonen sich auseinandersetzen muss und dem Panzer 4. Im Endeffekt auch das wieder ein erfolgreiches Engagement für Lovenest. Einige Verluste, die Jove da hat hinnehmen müssen. Er hat den Kommandopanzer mal wieder auseinandergeschossen, aber diese ganzen Panzerabwehrkanonen, die sind immer noch da. Hier fehlt jetzt die Infanterie. Wenn er jetzt noch zusätzlich Infanterie hätte, die hier die Pucks leer räumen könnten, wenn er eine Artillerie hätte, irgendwas, irgendetwas, dann sehe das alles anders aus. So kommen jetzt auch schon die Panzergrenadiere hier vor. Da kommt der Abschuss auch. Der Schirm ist raus. Der Schirm, Entschuldigung, Pershing heißt das Ding. Das war zwar teuer, aber das war erfolgreich und ab jetzt hat Jove eigentlich nicht mehr wirklich irgendeine Chance. Er hat es nochmal probiert. Aber ich denke, ich habe hier die Entwicklung des Spiels ganz gut nachgezeichnet. Das ist einfach schief gegangen und der Sieg geht hier an Lovenest, der sich wirklich schön zurückgekämpft hat nach einem sehr, sehr starken Early Game von Jove. Was jetzt noch kommt, tja, das ist fast Makulatur. Mal sehen, was er sich davon noch verspricht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er hier noch wirkliche Hoffnungen hegt, das Spiel gewinnen zu können. Scharfschützen können wir uns mal kurz angucken. Wir haben zusammen 51 Kills. Das ist natürlich auch alles etwas übel. Die Frage ist halt auch, ich weiß nicht so ganz, was er jetzt hier vorhat. Will er jetzt unbedingt die Scharfschützen töten? Auf jeden Fall wird er den Schirm verlieren. Die Frage ist halt auch, ist er mit der Kommandantenwahl richtig gefahren? Wäre es nicht besser gewesen, bei seinem Vorteil, den er ohnehin hatte, auf den Major zu gehen, viele Schirms zu pumpen und dann irgendwas zur Hand zu haben, was Artillerie schmeißen kann, weil die Artillerie, die hat ihm hier gefehlt. Hätte er bei diesen ganzen Begegnungen, die hier stattgefunden haben, wo ungefähr in diesem Umkreis die gesamte Armee von Lovenest stand, einmal Artillerie draufschmeißen können, hätte schon alles ganz anders ausgesehen. Oder wäre es ihm gelungen, hier diese Artillerie vom Major einzusetzen? Auch das hätte eventuell einen Unterschied machen können. Ja, und so ist leider nach einem sehr, sehr starken Early Game Jove nicht der Sieger dieses Spiels. Leider aus seiner Sicht ganz anders aus der Perspektive von Lovenest, der hier gewonnen hat. Ein relativ kurzes Spiel. Ich hoffe trotzdem eins, das euch gefallen hat. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch von euch. Bis zur nächsten Aufnahme und ciao, ciao.